Ich hatte das Glück gehabt, dass ich damals, viele Grüße an Kim, wenn du mich hier hörst, Kim Lennart, die hat damals für RTL gearbeitet und die hatte Bock, irgendwie sowas zu begleiten. Also hat sie meine Gründungsphase begleitet. Damit hatte ich diese jungen Gründer und Unternehmer mit am Start, mit denen ich ein geiles Konzept entwickeln konnte. Ja. Und alle haben an diesem Projekt tatsächlich zum Low Budget gearbeitet. Keiner hat wirklich Geld verdient, aber alle haben ihre Kosten gedeckt und alle hatten diesen Marketingwert. Ich hatte tatsächlich extrem wenig Kapital zur Verfügung gehabt. Diese Idee ist halt geboren in Berlin. Ich habe konzeptionell daran gearbeitet und hatte aber zu wenig Geld, um diesen Laden aufzumachen. Habe dann Unterstützung von meiner Schwester bekommen und von meiner Mama. Das waren diese 7.000 Euro. Und habe wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich hier in Hamburg über einen Bekannten bei einer Kreativagentur gelandet bin, wo eine Tischlerei mit angedockt war und wo zwei wahnsinnig kreative Frauen gesessen haben. Und wie der Zufall so möchte, war zu dem Zeitpunkt, die waren Gründer, die hatten gerade angefangen, die wollten sich entwickeln. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich damals, viele Grüße an Kim, wenn du mich hier hörst, Kim Lennart, die hat damals für RTL gearbeitet und die hatte Bock, irgendwie sowas zu begleiten. Also hat sie meine Gründungsphase begleitet. Damit hatte ich diese jungen Gründer und Unternehmer mit am Start, mit denen ich ein geiles Konzept entwickeln konnte. Ja. Und alle haben an diesem Projekt tatsächlich zum Low Budget gearbeitet. Keiner hat wirklich Geld verdient, aber alle haben ihre Kosten gedeckt und alle hatten diesen Marketingwert. Ich glaube, das war auch der erste Moment, wo ich direkt mit Start meiner Gründung erkannt habe, was Marketing für einen Wert hat. Also erstens nicht nur für dich selbst, sondern dass du damit auch dealen kannst, wenn du selber es geschafft hast, dir ein gutes Space aufzubauen, dass du auch andere damit gut bedienen kannst und mit denen tolle Dinge starten kannst, wenn du dafür sorgst, dass sie dadurch tatsächlich Reichweite erreichen. Wenn sie selber Mehrwert haben. Das ist besonders cool. Das haben wir in letzter Zeit auch immer mehr gemerkt, dieses Win-Win, wie sehr das einfach auch, also wir haben ja zum Beispiel viele Gäste, die wir hatten, die sind zu uns gekommen, jetzt nicht, weil wir denen irgendwie Geld bieten können oder sowas. Das gibt es ja auch bei manchen anderen Podcasts, sondern weil sie selber halt dadurch Reichweite mitnehmen können. Und wir können genauso von denen Reichweite mitnehmen und halt auch Informationen. Und das ist ja auch ein Austausch gerade. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Win-Win ist, glaube ich, das, was ich am meisten so aus dem Podcast bisher ziehen konnte. Was ich gelernt habe, ist, dass das echt funktioniert. Ich glaube, am coolsten finde ich bei uns sogar den informativen Nutzen. Bis jetzt noch. Also irgendwann wird es wahrscheinlich auch Geld sein. Hoffentlich. Ne? Natürlich. Aber bis jetzt machen wir das auch, wie du damals. Also ich meine, wir haben dir ja gerade erzählt, wie viel wir für den ganzen Mist hier ausgegeben haben. Das ist fast nichts. Sieht ganz also, professionell aus hier, und, Leute. Und wir improvisieren halt irgendwie. Und zum Beispiel David, der arbeitet für uns umsonst. Und das ist richtig krass. Also wir haben einfach einen Kameramann, der für uns umsonst arbeitet. Und dafür erstmal Props auch an David nochmal. Vielen Dank dafür. Aber einfach, dass du auch mit Ressourcen arbeiten kannst, wo du sonst nie gedacht hättest, womit du arbeiten kannst. Und einfach aus der Not heraus, weil du einfach auch gar kein Geld hattest. Was war da das größte Problem, was du hattest? Was war das größte Problem insgesamt an der Gründung? Tatsächlich ist die größte Challenge, mit sehr wenig etwas Großes machen zu wollen. Das ist einfach so. Also Geld spielt natürlich immer eine ganz große Rolle. Du hast ganz wenig zur Verfügung und willst was ganz Großes daraus machen. Und ich bin zu dem Zeitpunkt, hat ja auch immer was mit deinen eigenen Skills zu tun. Ne? Wo komme ich her? Also was habe ich vorher gemacht und wo will ich hin? Und dann stehst du da und stehst vor der Gründung. Ich bin jetzt keine BWLerin. Ne? Ich komme nicht so klassisch aus der Wirtschaft. Das heißt, alles, was ich dort verstehen musste, habe ich viel aus dem Bauch heraus anfangs gemacht. Und das war bestimmt alles eine Challenge. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, in den letzten fast 20 Jahren Selbstständigkeit kann ich nur sagen, Lernkurve, die ist gigantisch. Ich lerne jeden Tag. Und das ist genau das, was mich, glaube ich, auch am Ball hält, immer wieder zu leisten und abzuliefern.
Nochmal zurück. Wie war's? Du hattest dann Geld von Familienmitgliedern und Freunden zusammengesammelt, hattest dann deinen ersten Laden dann quasi gekauft und hattest überall so Anzeigen geschaltet, so in so auf Win-Win-Basis in Zeitschriften und so. Nee, wie? Noch ein bisschen krasser. Also wir haben dieses Zeitschriften kam ja später. Ich bin wirklich mit meinem Team durch die Stadt gelaufen. Ich habe zu eröffnet, als es dieses gigantische WM-Jahr war, gab es natürlich 2006. 2006. War, ja. Da wart ihr noch relativ jung. Aber egal. Ein bisschen mitgekriegt. Und so. So vielleicht im Nachhinein nochmal. In 5 Jahren. Ich kann euch sagen, es war ein gigantischer Sommer. Es war so wow. Also es war einfach, diese Stimmung in diesem Land war so unfassbar. Alle waren auf den Straßen und wir hatten dauerhaft wunderschönes Wetter und tagsüber haben wir gearbeitet, abends sind wir Flyern gegangen, wir sind durch die Stadt gegangen und haben Flyer verteilt und haben viel darüber gemacht und haben dann das Glück gehabt, der erste Laden, den ich hatte, der war in der Nähe vom also Gunnar und Ja, der Bauer Verlag, Springer, Axel Springer Verlag war direkt um die Ecke und die ganzen Redakteurinnen von den Zeitschriften, die sind bei uns um die Ecke essen gegangen. La Locanda, der Italiener gegenüber, war immer sehr begehrt und beliebt bei denen. Und so sind sie irgendwie aufmerksam geworden auf das, was wir machen, sind reingekommen, man hat Dialoge geführt, man hat miteinander gesprochen und so ist das etwas gewesen, was echt über die Jahre gewachsen ist. Gott sei Dank. Ah, mit 7000 Euro, wie beschafft man sich das ganze Material, die Leute, die Miete, das kostet doch mehr als 7000 am Anfang, oder? Also wie kriegt man das gebacken, mit so wenig den ersten Laden hochzuziehen? Und ich kann dir das heute nicht mehr sagen. Wenn ich heute Läden baue, sind sie deutlich teurer und für diesen Preis nicht mehr machbar. Aber ich glaube ja, dass ich ein wahnsinniges Glückskind bin und ich auch viel Glück hatte, den richtigen Menschen zu begegnen und das auch zu erkennen. Ich habe auch in dieser Zeit Frauenpower ganz anders erlebt und muss auch sagen, ich gebe das von meiner Seite heute wieder, was ich damals von so vielen tollen, geilen Frauen bekommen habe, Unterstützung, Support, das habe ich tatsächlich in meiner Gründerzeit sehr stark erlebt, Frauenpower. Energie tatsächlich und Unterstützung. Sagst du, würdest du das wieder so schaffen, wenn du jetzt nochmal neu anfangen würdest? Es gibt viele, die sagen, oh, jetzt haben wir andere Zeiten als damals und überhaupt. Ich bin der Überzeugung, dass du an das glauben musst, was du tust. Und wenn du hart genug dafür arbeitest, dass wir immer zu jeder Zeit alles schaffen können, was wir uns vorstellen. Wir müssen nur fest daran glauben, wir müssen mit der Energie da rein und es schenkt dir keiner etwas. Das ist immer harte Arbeit. Glück zu erkennen, ne? Glück festzuhalten, ist eine Kunst. Dafür muss man auch arbeiten. Also nur zu sagen, oh, ich bin ein Glückskind und alles fliegt mir zu, so passiert es ja nicht. Du musst es erkennen, du musst es sehen und genau in dem Moment diese Chancen ergreifen und wirklich Gas geben. Und niemand investiert in jemanden, der nur labert und nichts leistet. Und wenn ich mir heute manchmal Menschen angucke, die mir auch begegnen, ich begegne ganz vielen tollen Leuten heute, die ganz viel Energie haben und Kraft, hier diese tollen beiden Männer, drei Männer, mit denen ich hier sitzen darf. Aber ich begegne auch vielen, die einfach des Redens Willens und das erkennst du ganz schnell und denkst so, ja, alles gut, du bist der Größte, der Tollste, der Beste, aber da wird nie irgendetwas passieren, weil du nie aus dem Potte kommen wirst und von daher kann ich jedem, der etwas reißen will, nur die Empfehlung aussprechen, wenn du es willst, dann schaffst du es auch.